Staus, Unfälle, Pannen. Stress pur für die Brummifahrer. Drei von ihnen geben Einblick in ihr Leben auf Achse. Hardy fährt Schwertransport. Immer nur nachts, immer allein. Ein Freundeskreis läuft sich auf null Freunde. Null. Ständig geht was kaputt. Keine Truckerromantik, nirgendwo. Erich fährt Terminfracht, ihm bleibt nichts erspart. Von 1000 Lkw, wenn hält er an mich? Von einem Kunden zum nächsten, immer unter Termindruck. Ein Leben gegen die Uhr. Kai transportiert Autos. Er will am Wochenende heiraten, steht gewaltig unter Stress. Das sind wieder so eine Tage, wo ich sage, ich könnte die ganzen Mist schon wieder annageln. Denn manchmal geht aber auch alles schief. Essen ist nicht mehr, trinken geht auch nicht mehr. Jetzt ist einfach nur noch Feierabend, ich will nur noch in mein Bett. Drei Männer und der immer härter werdende Alltag auf deutschen Autobahnen. Kais Touren beginnen oder enden fast immer hier. Bremerhaven ist der größte Autoumschlagplatz Europas. Mehr als 2 Millionen Pkw werden hier jährlich verschifft oder angelandet. Kai kennt sich aus mit den edlen und den einfachen Karossen. Egal, ob sie links oder rechts gelenkt werden, ob Schaltgetriebe oder Automatik. Kai ist bekannt für seine Ladekünste. Aber er muss verdammt aufpassen, sonst kann es teuer werden. Also ganz schlimm sind die Automatikmodelle, weil wenn die Automatik kalt ist, dann reagiert die nicht so, als wenn die jetzt normal warm ist. Also die läuft nicht fließend, sondern die hat schon mal so ein Luftloch. Und das kann passieren, wenn du am Fahren bist, musst anhalten, trittst auf Gas, kommt erst gar nichts und dann kommt so richtig. Da musst du natürlich im richtigen Moment auch mit dem Fuß auf der Bremse sein. Das ist immer ein bisschen heikel, aber... Und wenn was schief geht, wer zahlt? Versicherung. Von Bremerhaven aus startet Kai mit seinem Truck zu Händlern in der ganzen Republik. Immer wieder montags gibt er Gummi. Heute etwas mehr, weil er schon im Verzug ist. Und weil diese Woche eine ganz besondere ist. Ja, in der Woche ist eigentlich das Schlimmste. Was heißt das Schlimmste? Das ist ja eigentlich schön, aber Freitag ist ja nun die Hochzeit von mir und meiner Frau. So, jetzt müssen wir sehen, wie wir das alles ein bisschen hinbiegen. Wir sind ziemlich spät in Bremerhaven weggekommen. Ja, nun müssen wir natürlich, oder beziehungsweise nun muss ich ein bisschen krachen lassen, da hätte ich doch Freitag pünktlich nach Hause schaffen. Ansonsten, glaube ich, habe ich ein ganz schönes Problem mit meiner zukünftigen Frau und kann das gleich wieder abblasen. Also gegen die Uhr, wie immer. Aber verschärft mit einem Hochzeitstermin im Nacken. Und dann geht der Ärger los. Nichts geht mehr. 20 Kilometer Stau vor ihm. Das geht an den Nerven. Die Behinderungen werden noch voraussichtlich bis 16 Uhr andauern. Das ist total von Arsch. Du setzt dir ein Ziel und dann stehst du hier und nichts läuft. So, nachher bist du wieder nur am Rotieren, dass das einigermaßen passt heute. Auf dem Gelände der Überseewerft in Bremerhaven. Hardy fährt Schwertransporte. Er hat nur 5 Stunden geschlafen, die ganze Nacht war Betrieb. Jetzt muss er den Bagger abladen. Der Aufleger klemmt, ist schwer abzukoppeln. Wenn nicht knallt, dann geht das nicht. Ah, geht doch. Thomas, sein Begleiter, hilft ihm, aber er ist Hardy nicht schnell genug. Alter, 2 Sekunden verloren, Junge. Der nächste Termin sitzt ihm im Nacken. Hardy ist gehetzt. So, die Schritte sind immer dieselben. Alles, was übersteht, weg. Absetzen, vorfahren, runterklappern, wieder zusammenbauen, Unterschrift, Abfahrt. Das ist immer dasselbe. Hört sich einfach an. Ist es aber nicht. Fast jede Maschine ist anders. Alles Hightech. Und Hardy muss es ohne Anleitung verstehen. Alles Computertechnik. Warten, bis das Ding hochgefahren ist. Error! Nein, war ein Scherz. Dann rollt das Monster endlich. Hardy hat alles im Griff. Thomas zeigt ihm den Weg. Jetzt haben sie Spaß. 10 Minuten Auslauf für die ganz großen Jungs. Das war Service am Kunden.
Seit 20 Jahren transportiert Kai Autos. Immer unter Zeitdruck. Die ganze Woche verbringt er auf der Autobahn, getrennt von Frau und Kindern. Kai träumt vom Familienleben, aber er liebt auch seinen LKW. Das ist ja so ein LKW kennt ja mehr persönliche Momente von mir selber wie meine Familie oder meine Frau oder irgendwelche Bekannten. Wa? Ich verbringe da über jeden Tag 15 Stunden und dann schlafe ich nochmal 9 Stunden da drin. Also manche Sachen hätte der auch ja nicht sehen wollen, glaube ich, aber wir haben schon ein persönliches Verhältnis. Der wird auch montags über Armaturmut gestreichelt und Freitag, wenn ich ihn hinstelle zum Wochenende, wird er nochmal gestreichelt. Achtung, Gefahrenstelle! Die Baustelle redet mit ihm über seine Funkfrequenz. Achtung, Gefahrenstelle! Die Schilder. Die Schilder reden mit euch? Ja, da wird von den Schildern gesendet. Das ist einfach nur, da sind wir wieder bei der Übermüdung. Falls da irgendjemand übermüdet angepflastert kommt und die Ohren zu hat, weil dann wird er durch den grelle Geräusch eventuell nochmal geweckt, dass er da hinten hier rauffährt. Wenige Kilometer weiter, Blaulicht und Sirenen. Es hat mal wieder gekracht. Später erfährt er aus dem Radio, dass es ein Auffahrunfall war. Mit Toten. Kai ist trotz seiner 20 Jahre auf dem Bock kein abgebrühter Zyniker. Er grübelt über die Ursachen. Nach so einem Unfall schnell zur Tagesordnung zurück, geht für ihn nicht. Die meisten Unfälle passieren nach wie vor durch zu viel Technik im LKW. Wenn du mal so manche Leute beobachtest beim Fahren, da wird am Laptop gespielt oder Handy, ganz große Sache, Smartphone. Da werden Sachen während der Fahrt bestellt und in irgendwelchen Sachen gegoogelt. Das lenkt ab. Ich sag mal, wenn du denn so einen Stau in der hast und guckst mal kurz auf Handy, das sind Sekunden, aber dann kann es auch schon passiert sein. Die Nacht zum Tag machen. Das musst du zuerst lernen, wenn du Schwertransporter fährst, sagt Hadi. Zwischen 2 und 4 Uhr ist tote Hose auf der Autobahn. Hadi kämpft gegen Müdigkeit und manchmal auch gegen die Schwermut. Du hast viel Zeit zum Nachdenken. Und manchmal wird man eben halt auch depressiv. Manchmal ist das wirklich die ganze Fahrerei zum Kotzen. So anstrengend, nachts jetzt durch die Gegend zu fahren. Hat man eben halt mal Zeit und dann fährt man stur hinter ihn hinterher, weil er nicht schneller ist. Ich kann nicht schneller, ich kann nicht überholen, ich will auch nicht überholen, weil dann fährst du am Parkplatz vorbei, die schlafen alle. Das ist alles so irgendwo deprimierend. Haufen Laster stehen da und schlafen und du treibst dann draußen rum. Glücklich ist, wer einen legalen Parkplatz ergattert hat. Ein Riese wie Hadi hat morgens um 6, wenn seine Lenkzeit abgelaufen ist, oft keine Chance mehr. Hadi versucht sein Glück in einer Nothaltebucht, mitten im norddeutschen Nirgendwo. Er muss aufhören. Sein Begleiter hilft ihm in die kleine Lücke. Es war höchste Zeit. Nicht nur, weil nach 6 kein Schwerlaster seiner Größe mehr fahren darf. So, Feierabend. Und wie geht's jetzt? Tschüss und bin müde. 16 Stunden Pause hier, ohne fließend Wasser und Toilette. Ich stehe ohne Jano sowas. Ich stehe auch lieber Jano, wo ein Klo ist oder so. Aber ist alles voll. Hast ja nichts. Erich Altmüller fährt Terminfracht. Er liegt bereits einen halben Tag hinter seinem Wochenplan. Sein nächstes Ziel, Ostende in Belgien. In 10 Minuten ist seine Ruhezeit abgelaufen. Dann beginnt die Aufholjagd. Gerade noch ein wenig Zeit für die Körperpflege. Katzenwäsche am Morgen. Aber besser als gar nicht gewaschen. Frühstück. Noch 5 Minuten. Dann startet er seinen Allzweck-Truck. Das ist also mein Lebensraum. Tagsüber der Arbeitsplatz. Morgens die Küche und nachts eben das Schlafzimmer. Ne? Käfighaltung nennt er es gelegentlich auch.
Und das seit 43 Jahren jetzt. 7 Millionen Kilometer hat er auf dem Buckel. Doch bei allem Ärger ist er von diesem Job nie losgekommen. Das war einfach als Kind mein Traum, weil ich aus einer Fuhrmannsfamilie stamme. Mein Großvater war schon mit Pferden Fuhrmann. Und ich bin eigentlich mit Diesel im Blut geboren worden. Ich war also als Kind im LKW mitgefahren, im LKW groß geworden und alt geworden. In wenigen Monaten geht Erich in Rente. Dem Termin fährt er nicht so erfreulich entgegen. Dazu liebt Erich das Leben auf Achse viel zu sehr. Auch wenn das Leben auf der Autobahn immer gefährlicher wird. Das ist die sogenannte Waschauer Allee im Fahrerjargon. Hier fährt alles durch, was aus Osteuropa kommt und Richtung Niederlande, Rotterdam, fährt hier die A2. Die berüchtigste Autobahn und die gefährlichste Autobahn. Wieder Stau, wieder Nervosität, wieder der bange Blick auf den Wochenplan. Für die Planer in der Firma ist es ganz einfach. Am Computer ist die Straße immer frei. Das ist die Rechnerei wieder im Kopf, ob das überhaupt hinhaut, ob das passt. Oder bei der Disposition passt das am Rechner, am Computer, am Routenplaner. Da passt das. Aber die Einflüsse durch Staus, durch Verzögerungen, die sind, erkennt kein Computer. Keiner. Und das sind natürlich, das ist das Ungewisse in diesem Beruf. Man weiß nie, wo man am nächsten Tag ist. Kai, der Trucker auf Freiers Füßen, holt auf. Mittlerweile hat er gute Aussichten, es rechtzeitig zum Standesamt zu schaffen. Seine bisherigen Beziehungen sind alle gescheitert, weil er so selten zu Hause war. Und er ist eifersüchtig. Ich bin schon eifersüchtig. Ich mache es aber nicht mehr so wie früher, ich zeige es nicht mehr. Weil irgendwann habe ich mal gelernt, wenn du das zeigst und du gehst auf das Thema immer wieder ein. Du kannst es ja sowieso nicht ändern. Wenn jemand was machen will, macht das ja eh. So, das ist ja schon mal Fakt. Aber ich bin schon eifersüchtig und ich habe auch schon Angst, sie zu verlieren. Ja, keine Frage. Die Fahrt nach Essen zu einem Großhändler verläuft zunächst störungsfrei. Auch durch die Innenstadt rollt der Verkehr reibungslos. Doch dann Ende der Glückssträhne. Es kommt faustdick für Kai. Der Platz des Händlers ist total überfüllt. Kai kann stundenlang nicht abladen. Wenn er Pech hat, so hat es der Platzwart gesagt, kommt er erst morgen dran. Aber da hat er einen dringenden Termin auf dem Standesamt. Hilfesuchend wendet er sich an seinen Chef. Ja, alles klar. Ja, jetzt können wir wahrscheinlich heute gar nicht mehr abladen, weil der Platz hier voll ist. Die haben keine Lagerkapazitäten mehr. Also für jetzt ist das Programm, so wie es aussieht, erstmal heute gestorben. Oh, gestern der Stau, heute das. Besser kann eine Woche nicht weitergehen, wa? Wie weit bist du jetzt im Verzug? Aber wenn ich jetzt hier stehen bleibe, gute 5 Stunden wieder. Mit dem von gestern sind 8,5, also fast ein kompletter Tag, der weg ist bis jetzt. Es wird eng mit den Hochzeitsvorbereitungen. Wird eng, ja. Ja gut, wenn nicht, dann muss die letzte Tour eben stehen bleiben. Da hilft ja nichts. Also kann meine Frau jetzt nicht vor dem Altar stehen lassen. Ich glaube, das läuft nicht. Aber trotzdem müssen wir uns was einfallen lassen. Erich ist schon seit dem frühen Morgen unterwegs nach Ostende in Belgien. Spätestens um 16 Uhr muss er abladen. Da ist Betriebsschluss. Es wird knapp. Ich brauche das. Ich brauch das Kribbeln. Das muss immer knapp sein bei mir. Muss immer auf den letzten Drücker sein. Und dann kriegt er sein Nervenkribbeln. Zähfließender Verkehr, ein Unfall. Erich hat mit den Jahren so seine eigene Theorie entwickelt. Das Schlimme ist ja, wenn du so im Zeitdruck bist, ne? Dann hast du ja das subjektive Empfinden, dass alles gegen dich ist. Ne? Da ist die Ampel ist doppelt so lang rot wie normal. Oder es gehen die Schranke zu, oder es fährt einer vor dir her, der macht langsam, der macht aber nicht langsam. Du hast nur das Empfinden.
Drei Stunden Verspätung sind aufgelaufen. Erich hat Angst, beim Kunden in Ostende nicht rechtzeitig anzukommen, nicht mehr abladen zu können. Dann ein echter Stresstest. Jetzt soll ich wenden, ich brech zusammen, du. Ich hasse diese verfluchte Navi. Jetzt guck dir das an. Jetzt fahren wir wieder zum nächsten Kreisverkehr, jetzt sagt er wieder, bitte wenden. Was sagt denn das eigentlich? Seine beiden Navigationsgeräte streiten sich. Okay, jetzt höre ich auf den. Halt's Maul! Erich glaubt jetzt an gar nichts mehr. Jetzt sucht er menschliche Hilfe. Doch auch die Freunde und Helfer wissen diesmal nichts Genaues. Erich ist genervt. Die Zeit läuft ihm wieder weg. Er muss auf die Navis hören. Aber die streiten noch. Der sagt jetzt rechts ab und der sagt links ab. Es muss aber hier in der Nähe sein, dass das. Rechts auf Zeltalan. Halt die Klappe, wo soll ich denn da hin? Erich fährt einfach weiter. Da über ist sie, die Firma. Die Grüne. Das, mein LKW größer wie die ganze Firma. Am Ende gewinnt er den Kampf gegen die Navis mit 3 Stunden Verspätung. Doch zu seiner Freude taucht noch ein junger Lagerist auf und lädt die Druckpapiere ab. Die Anspannung durch den ganzen Mist jetzt hier. Das Navi hat mich ja auch wieder verkehrt geschickt. Ne? Und der Druck und der ganze, es ist jetzt alles weg. Ich werde leer. Ne? Kai hat inzwischen Glück gehabt. Seine Hochzeitsgeschichte hat den Lageristen in Essen erweicht. Er hat ihm ein Plätzchen zugewiesen, wo Kai doch noch abladen kann. Kai ist erleichtert. Trotzdem Beeilung. Er hat viel Zeit verloren. Also allem zusammen heute, 4,5 Stunden sind schon. So. Fast ein Tag jetzt. Der Tag ist fast komplett weg. Also einen Tag haben wir komplett verloren, mit gestern und heute. Ja. Können wir nichts machen. Jetzt müssen wir uns jetzt noch ein bisschen beeilen. Eigentlich wollte er heute Abend zu Hause sein. Das wird nichts mehr. Er ist schon heilfroh, dass er noch weggekommen ist. Ja, wenn wir jetzt hier hätten nicht abladen können, hätten wir heute rumgestanden, hätten morgen gestanden und dann wäre alles in der Hose gegangen die Woche. Aber da wir ja noch heiraten wollen, müssen wir heute noch ein bisschen Gas machen. Morgen um 14 Uhr ist der Termin auf dem Standesamt. Jetzt heißt es einen Schlafplatz suchen. Seine Lenkzeit ist abgelaufen. 120 Kilometer von zu Hause entfernt. Die muss er morgen früh noch schnell runterreißen. Mal gucken, wie es hier aussieht. Also im Zweifelsfall würde ich jetzt schon mal sagen, ganz schlecht. Hier vorne steht schon Schwerlast. Boah, jetzt sitzt aber eng, hey. Ja. Passt du da durch? Wir probieren's. Mehr jetzt stecken bleiben können wir nicht mehr. Aber wenn wir stecken bleiben, haben wir gleich einen Parkplatz. Auch der dritte Versuch schlägt fehl. Kai hat schon handfeste Auseinandersetzungen um Parkplätze erlebt. Der eine wollte wohl von hinten rinnen, der andere hat von vorne rückwärts rinnen geschoben. Ja, die sind da richtig in der Schlägerei geraten, deswegen. Also wenn es dann so weit ist, fahre ich lieber weiter, das muss ich auch nicht haben. Aber es ist schon Wahnsinn, wie weit es geht, um einfach bloß eine Schlafstelle zu kriegen, wa? Nachts auf der Autobahn. Hadi denkt viel über seine Familie nach. Seine Frau und seine beiden Kleinen leiden darunter, dass er oft so lange weg ist. Du weißt eigentlich nicht, wie deine Kinder ticken. Wie deine Frau, die eigentlich selbstständig zu Hause sie alles machen tut und eben halt sich um alles kümmert, wirklich um alles kümmert. Du brauchst ja eigentlich im Prinzip nicht kümmern, du musst einfach bloß arbeiten. Du bist einfach nur eine dumme Arbeitsdrohne, die durch die Gegend fährt, Kohle nach Hause schleppt. Da ist die Frau total zu Hause auf sich allein gestellt und das ist totale Scheiße, weil du kannst dir einfach nicht helfen, weil du willst helfen, kannst aber nicht. Doch ganz plötzlich wird er herausgerissen aus seinem Grübeln. Der Motor ist heiß gelaufen. Er muss sofort rechts ran auf die Standspur.
Ich habe nur mit Kühlwasserverlust. Das ist nicht schön. Ja. Alle! Das Kühlwasser ist ausgelaufen. Das Leck ist hinter dem Ersatzbehälter. Da kommt er jetzt nicht ran. Also improvisieren. Morgens um 3 Uhr. Hardy mal wieder an der Leitplanke. Während sein Begleiter ein Nickerchen macht, zieht er Bilanz. Er kennt den Preis genau, den er für seinen Job bezahlt. Man wird schon einsam. Man hat auch keine Freunde, man hat auch keine freundschaftlichen Kontakte. Jetzt schläft ja alles ein, weil wenn Freunde sagen oder würden sagen, Mensch, kommt heute Abend mal vorbei, kannst du nicht machen, weil du irgendwo in Europa oder auf der Straße unterwegs bist. Die sozialen Kontakte schlafen total ein. Mit der Zeit hat man ja gehen und dann ist man alleine. Ist man eigentlich alleine, hat man eben halt nur noch das Heim zu Hause. Kais Häuschen in Ostfriesland ist festlich geschmückt. Gerade mal 6 Stunden vor dem Termin auf dem Standesamt ist er zu Hause angekommen. Viel später als geplant. Aber er hat es geschafft. Seit 9 Uhr bereitet er sich vor. Die Frisur geht schnell. Noch ist er ganz cool. Das ist die zweite Ehe, die ich jetzt habe. Ja, zweiter Versuch, der wird wohl klappen, hoffe ich. Man sagt ja, mein dritte Mal wird immer besser, aber bei mir soll beim zweiten Mal bleiben. So ist der Plan. Wir werden sehen. Ich lieber Jeanshose, T-Shirt und Mütze, aber zur Hochzeit und zu so einem Fest oder zu besonderen Festen kann man das mal tragen. Hast du extra gekauft jetzt? Für die ja, Hochzeit? Extra neu. Neue Frau, neuer Lebensabschnitt, neuer Anzug. Kai gibt sich betont lässig. Noch, das ändert sich, als er endlich die Braut sieht. Papa, was ist denn los? Kai ist überwältigt beim Anblick seiner Cindy. Er ist zu Tränen gerührt. Cindy heiratet zum ersten Mal, aber sie zeigt sich als die Gefasstere. Atme tief durch. Ja. Etwa zur gleichen Zeit kämpft Erich, der Pechvogel, um sein Wochenende. Trotz aller Verzögerungen, den Unfällen und Staus könnte es wenigstens noch für einen vollen Tag zu Hause reichen. Doch Erich wittert Ungemach. Da fährt ein Polizeiauto hin und her. Ich glaube, wir kriegen gleich Besuch. Ach du Scheiße. Mir bleibt auch nichts erspart. Na, das war's dann. Ich hab's doch gewusst. Da fahren 1000 Lkw. Wen hält er an? Mich. Verfluchte Hacke. Guten Abend. Hallo. Verkehrskontrolle. Bitte mal Führerschein und Fahrzeugpapiere. Die Überprüfung der Ladungssicherung ist obligatorisch. Alles vorschriftsmäßig. Aber das dauert. Ja, wenn du 15 Stunden geschafft hast und wirst dann noch kontrolliert, ist doch scheiße sowas. Nirgendwo wird einer kontrolliert, wenn er 15 Stunden geschafft hat. Für Erich ist jetzt klar, er wird hier übernachten müssen. Seine Arbeitszeit läuft ab. Der Polizeitechniker rollt noch einmal unter seinen LKW. Mit Akribie leuchtet er den Unterboden ab. Ja, die sehen ja alles. Die sind ja schlimmer wie der TÜV oder Degra. Nee, gravieren kann nichts sein. Aber manche machen ja aus einem Mücke einen Elefant. Ne? Der Stoßdämpfer auf der dritten Achse rechts ist ölfeucht, der ist undicht. Der müsste in nächster Zeit gewechselt werden. Ich brauche einen Schnaps. Vor dem Standesamt die obligatorischen Fotos. Dann wird es ernst. Herr Manfred Jakob, es ist ein freier Entschluss, mit der hier Anwesenden Cindy Moritz die Ehe einzugehen
Dann antworte bitte mit Ja. Ja. Fällst auch du, Cindy Moritz, aus freiem Willen, mit dem hier Anwesenden Kai Manfred Jakob die Ehe eingehen? Ja. Kannst gar nicht machen. Damit hat Kai auch den Namen seiner Frau angenommen. Jetzt heißt er Kai Manfred Moritz Jakob. Und Dalin muss jetzt werfen. Dalin streut jetzt. Super, mehr. Ein bisschen mehr Freude dabei. Genau. Scheiße, sowas. Durch die Polizeikontrolle hat Erich 2 Stunden verloren. Nach Hause schafft er es heute nicht mehr. Wieder kein Wochenende mit der Familie. Erich hat das verdammt oft mitgemacht in seinem Truckerleben. Man gewöhnt sich dran. Es ist heiß, aber ein Fenster kann er nicht offen lassen, weil sie sonst einbrechen, sagt er. Ich bin hundemüde. Schlafe vielleicht 1 Stunde oder 2 und dann werde ich wach, weil es ist ja immer noch Hitze da, ne? Erich will morgen früh noch einmal angreifen, will versuchen, wenigstens im Laufe des Samstags zu Hause zu sein. Dies sind die Momente, in denen auch ein alter Haudegen wie Erich ins Grübeln kommt. Schuldgefühle gegenüber Frau und Tochter kommen hoch. Wir haben ja nur eine Tochter, ne? Die hat einmal zu mir gesagt, da hatten wir Meinungsverschiedenheiten, und da sagt sie zu mir, Vater, als ich dich brauchte, warst du nicht da. Jetzt brauchst du auch nichts mehr zu sagen. Und das war wie ein Schlag ins Gesicht. Vergesse ich nie den Satz. Fällt schwer, mit solchen Gedanken einzuschlafen. Hadis Schicht mit dem Schwerlasttransporter hat gerade erst begonnen. Sie fahren in Kolonne zur Baustelle eines riesigen Windparks. Der Konvoi aus 8 Fahrzeugen stellt sich auf. Ein letztes Durchatmen vor der schwierigen Aufgabe. Die Schwertransporter müssen einzeln auf den notdürftig befestigten Acker einfahren. Hadis Lastzug ist 30 Meter lang und 130 Tonnen schwer. Andere wiegen noch mehr. Da kann man ganz schnell mal wegsacken. Und dann braucht es einen Kran, um wieder flott zu werden. Höchste Konzentration. Frühmorgens um 5. Hardy muss die Bodenfreiheit immer wieder neu justieren, mit Hilfe seiner komplexen Hydraulik. Sein ganzes fahrerisches Können wird jetzt auf die Probe gestellt. Der Feldweg ist verdammt eng. Er muss die hinteren 4 Achsen extra lenken, mit einem Funklenker. Vorne nach links, hinten nach rechts. Ich muss jetzt doppelt lenken. Ich lenk das Auto ganz normal rum. Das vordere Fahrwerk fährt ganz normal rum, so wie das Auto. Und das hintere Trailer, das hintere Stück, damit ich nicht über so ein Board fahre, muss ich weiter rausbringen. Hinten extra lenken. Wer jetzt schwächelt, nur eine Sekunde nicht aufpasst oder zu spät einschlägt, der landet im Acker und hält den ganzen Transport für das komplette Wochenende auf. Das Schwierigste kommt immer am Schluss, immer in den frühen Morgenstunden. Und dies jetzt schon seit über 20 Jahren. Mit der Arbeit ernähre ich meine Familie und schaffe für uns ein kleines Heim. Und irgendwann, wenn ich genug gearbeitet habe und dann für die Zukunft keine Sorgen mehr machen muss, dann bleibe ich auch zu Hause. Dann möchte ich auch nicht mehr diesen Job machen. Das Abenteuer Autobahn geht weiter. 3 neue Folgen Die Trucker. Staus, Stress, Unfälle. Hadis Albtraum in der Nacht. Hauptsache, wenn der Fahrer raus ist, ist das alles gut. Erich als Hausmann. Der Rentner muss seine neue Rolle erst finden. Nicht leicht zu reisen. Geht Erich wieder auf Tour? Mein LKW fehlt mir. Mein gewohnter Trott. Kai und seine Karossen. Der neue Transporter macht Probleme. Leck mich am Arsch, echt. Sehen Sie nächsten Sonntag Die Trucker. Heißes Pflaster Autobahn.